Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Schützen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie gemeinsam auf. Der Falke ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Schnelligkeit ist eure Hauptenergie. Schärfe deine Sinne, erweitere deinen Blick, beziehe die spirituelle Ebene in deine Angelegenheiten mit ein. Die erste Karte in diesem Reading ist die Acht der Stäbe. Eine Karte, die generell auf Transit hinweist, auf Bewegung, auf Fortbewegung, auf Schnelligkeit in manchen Situationen auch. Die Acht der Stäbe ist generell eine Kommunikations- und Konversationskarte. Es kann hier also um einen Informationsaustausch sich drehen und handeln, den viele von euch natürlich mit einem ganz bestimmten Menschen ausführen. Es kann hier um Gespräche gehen, definitiv auch aber um Informationsaustausch generell. Also so etwas wie, dass ihr etwas liest, etwas hört. Ich möchte mir die Acht der Stäbe natürlich noch genauer anschauen. Definitiv ist hier so etwas wie Kommunikation oder Konversation dargestellt. Die Acht der Kelche ist hier die nächste Karte. Die Acht der Kelche ist hauptsächlich eine Karte, in der man sich Gedanken darüber macht, ob man dort, wo man sich jetzt befindet, hundertprozentig glücklich ist, ob man dort bleiben soll oder ob man vielleicht auch das Glück woanders suchen soll, ob die Situation vielleicht ausgereizt ist. Man könnte sich hier im Transit befinden. Zwischen gehen oder bleiben könnten sich hier manche von euch auch ebenso entscheiden wollen. Die Acht der Kelche kann aber auch auf die Vergangenheit hindeuten. Und dann könnte es hier sein, dass man in der Lage war, eine Situation hinter sich zu bringen, in der man sich über einen längeren Zeitraum hinweg unerfüllterweise aufgehalten hat. Dort, wo man sich eine ganze Zeit lang befand, hat man vielleicht keinen Frieden gefunden oder kein Glück gefunden, keinen Wohlstand gefunden. Man fühlte sich so, als wäre man unvollkommen. Und man hat dann hier potenziell bereits diese Situation verlassen. Vielleicht hat man da auch jemanden aufgegeben oder zurückgelassen. Möglicherweise kann das natürlich auch passiv gewesen sein. Und dann wurdet ihr hier von jemandem verlassen. Die Acht der Kelche ist dann also so oder so noch zu deuten. Auch die möchte ich mir noch genauer anschauen. Die Herrscherin. Die Herrscherin ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets für jene repräsentativ, für die das Reading auch gemacht ist. In dem Sinne kann ich hier eure Energie darin entdecken, liebe Schützen. Die Herrscherin ist generell eine gemachte Person, jemand, dem so schnell nichts mehr vom Hocker haut. Jemand, der definitiv weiß, was er kann, was er nicht kann, was er will und was er nicht will. Die Herrscherin ist auch eine Karte, die auf den Wachstum oder auf den Reifeprozess, man kann auch Entwicklungsprozess sagen, hinweist. Und was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Das ist so eine Devise, die generell auch die Herrscherin haben kann. Allerdings ist sie hier in der Mitte des Readings auch eine tragende Kraft, könnte man sagen. Etwas, was euch selbst gut tut oder eine Situation, ein Umstand, der sich um persönliche Angelegenheiten dreht und handelt, scheint mir hier für viele von euch dargestellt zu sein. Stichwort Entwicklung, Stichwort Wachstum, Stichwort vielleicht auch Selbstverwirklichung. Darum kann es hier für viele von euch vorrangig gehen. Das wird mir vor allem die Mitte wahrscheinlich noch etwas deutlicher sagen können. Hier haben wir den Wagen. Der Wagen steht für Fortschritt, für Progress, für Durchbrüche. Auch hier ist Mobilität darin dargestellt. Eine Transitkarte genauso wie die Spiegelung hier auf die Acht der Kelche können wir sehen.
Sollte die Acht der Kelche hier nicht in der Vergangenheit liegen, dann streben viele von euch nach mehr als das, was sie in der jetzigen Situation bekommen. Man will hier mehr, als dass man hier definitiv abgespeist werden könnte. Ich glaube, dass hier viele von euch eine gewisse Unzufriedenheit haben oder empfinden in einer bestimmten Situation, aus der sie sich hier möglicherweise auch entfernen wollen. Das kann natürlich den Job betreffen, das kann eine Beziehung betreffen, das kann auch einen Zustand betreffen natürlich. Aber mit dem Wagen scheint mir das eher schnell zu gehen. Stichwort Schnelligkeit, auch eure Hauptenergie natürlich. Der Wagen ist die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Da will man nur noch weg hier, Sachen packen und ab dafür. Das ist hier die Devise. Im Speziellen kann es sich hier um Besuche, um Reisen oder um Umzüge vielleicht auch drehen und handeln. Mit dem Wagen können auch Erfolge und Teilerfolge registriert werden. Auch den möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Die Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen ist eine Geben- und Nehmen-Karte. Das Prinzip eine Hand wäscht die andere ist hier häufig dargestellt. Mit den Sechs der Münzen kann man auch in finanziellen Readings beispielsweise von der Lukrativität sprechen, von der Wirtschaftlichkeit, von der Liquidität, von dem Geldfluss generell oder vom wirtschaftlichen Wachstum sprechen. Mit den Sechs der Münzen ist im zwischenmenschlichen Sinne häufig auch so etwas wie Vertrauen dargestellt. Du bist für mich da, ich bin für dich da. Das ist so diese Devise, die man hier auch gut und gerne hier in der Spiegelung mit den Acht der Stäben diskutieren könnte. Man könnte hier sich also gut und gerne um einen Freund kümmern oder es wird sich ein Freund um euch kümmern. So kann man das hier ebenso deuten. Definitiv ist man hier füreinander da, wenn es hier um das Zwischenmenschliche geht. Natürlich kann ich das hier noch nicht herauslesen, weil ich kann euch hier natürlich präsent entdecken, liebe Schützen, aber noch keine Bezugsperson so richtig. Die Sechs der Münzen auf die Acht der Stäbe kann natürlich auch bedeuten, dass gewisse Informationen, die euch hier zugetragen werden, entweder durch das Lesen in einer Zeitung, durch das Schauen eines Filmes, durch Gespräche oder durch Telefonate oder wie auch immer, dass hier mit den Sechs der Münzen sozusagen eine Art Wachstum, eine Art Vermehrung oder Vergrößerung eines Potenziales dargestellt ist. Das ist noch sehr allgemein natürlich noch so zu deuten, aber wie auch schon jetzt auch die Neun der Kelche im Outcome verraten, geht es hier in Richtung Wohlstand. Es soll hier in Richtung Zufriedenheit, vielleicht auch sogar dem Glücklichsein gehen. Es deutet hier vieles darauf hin, nicht nur die Acht der Kelche, sondern eben auch der Wagen, dass man hier mehr möchte als das, was die jetzige Situation hergibt. Ich glaube, dass man in vielleicht einer gewissen Zeitspanne sich mit dem zufrieden gegeben hat, worin man lebte, was der Alltag so hergab, so könnte man es allgemein formulieren, aber dass man hier doch nach Höherem strebt, das kann ich hier deutlich mit der Herrscherin vor allem entdecken. Man möchte das beispielsweise auf die Arbeit beziehen und da hat man 10 Jahre in einem Betrieb gearbeitet, zu ganz guten Konditionen, aber mehr und mehr möchte man eigentlich dann auch sich selbst entfalten können. Man kann sich vielleicht mit der Tätigkeit nicht mehr identifizieren. Vielleicht reicht auch die Bezahlung nicht mehr aus, um über die Runden zu kommen. Vielleicht sind Menschen gekommen, Menschen gegangen und man vermisst manche Menschen oder man kommt nicht mehr so ganz klar mit den Kollegen. Es gibt vielerlei Gründe, wie sich ein beispielhaft jetzt natürlich eine arbeitstechnische Sicht oder Beispiel, wie es sich verändern kann, sodass man sich hier weniger und weniger im Laufe der Zeit erfüllt fühlt. Und was dann natürlich dann eine logische Schlussfolgerung ist, das Weite aufzusuchen, auf zu neuen Ufern, woanders ist das Gras grüner. Das sind hier dann derartige Empfindungen, beziehungsweise natürlich auch Gedankengänge, die euch hier vorrangig konfrontieren werden. Es soll hier in Richtung Wunscherfüllung gehen. Das ist eine klassische Glückskarte, Wunscherfüllungskarte. Es geht hier um die Erfüllung von Bedürfnissen. Die Erfüllung von Gefühlen können hier ebenso ein Dreh- und Angelpunkt sein. Aber ihr wollt, wie gesagt, mehr als das, was euch eine bislang ausgehaltene Situation unterm Strich bescheren kann. Die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter kann man hier als Besänftigung bezeichnen. Die Vier der Schwerter generell ist eine Heilungskarte. Sie spricht von klaren gedanklichen Strukturen, von dem Stress vermeiden, dem Stress mindern kann man auch sprechen, beziehungsweise ist das hier auch Ruhe und Meditation. Die Vier der Schwerter auf die Acht der Stäbe geklärt, bedeutet so etwas wie Beschwichtigung, so etwas wie Trost, so etwas wie gut zureden. Man könnte sogar manchmal sagen, jemanden Honig ums Maul schmieren. Ich könnte mir hier gut und gerne vorstellen, dass euch hier jemand zum Bleiben animieren will.
Beispielsweise ist das hier euer Chef oder ein bestimmter Arbeitskollege von euch, der euch nicht vermissen möchte, der euch nicht gehen oder ziehen lassen will. Beispielsweise jetzt nochmal mit der beruflichen Neuorientierung formuliert. Das sind dann hier mit diesen Federschwertern auf die Gesprächskarte. Ja, aber ich brauche dich oder ja, du bist hier doch schon so etabliert oder ich finde niemanden Besseres oder lass uns reden. Wir können doch auch natürlich dann neue Konditionen aushandeln. Das sind derartige Gesprächsversuche, jemanden vom Gegenteil dessen, was er oder sie vorhat, zu überreden, könnte man sagen. Und ich glaube, dass euer Anliegen, weil ihr seid hier zwischen zwei Transitkarten und einem Verlassen der Situation, einem Weiterkommen im Leben, all das spricht eigentlich dafür, dass ihr euch wegbewegen wollt von der Stelle, von dem Ort, wo ihr euch im Moment befindet, aber euch jemand nicht wirklich gehen lassen möchte. Vielleicht handelt man hier sogar etwas überstürzt, das könnte ich mir vorstellen, gerade mit dem Wagen und gerade auch mit der Hauptenergie. Aber das mag für manche von euch zutreffen, wahrscheinlich nicht für jeden einzelnen von euch. Welchen Grund Menschen haben, euch zum Bleiben überreden zu wollen, seien wahrscheinlich, in der Mehrheit aller Fälle sind das wahrscheinlich eigennützige Gründe. Also diese Menschen versprechen sich dann wahrscheinlich eher einen Vorteil dadurch selbst, für sich selbst, wenn ihr bleibt, anstatt dass ihr dann gehen würdet. Aber das ist jetzt noch eine Vermutung. Da möchte ich noch die weiteren Karten natürlich dann aufdecken. Die Neun der Kelche habe ich euch hier auch schon erklärt. Also es ist hier sehr naheliegend, dass man mehr will als das, was man im Moment bekommt. Acht Kelche, Neun Kelche, Acht Kelche, Neun Kelche. Das ist hier definitiv ein Zuwachs, der angestrebt ist, wie auch schon hier bei den sechs Münzen gesagt, der natürlich finanzieller Natur sein kann, der kann aber auch emotionaler Natur sein. Ein weiteres Beispiel, wenn es jetzt hier nicht mit der Bezahlung zu tun hat oder mit der Tätigkeit zu tun hat, mit dem angestrebten Jobwechsel, wie auch schon gesagt, kann das hier natürlich auch im zwischenmenschlichen Sinne für viele von euch etwas Angestrebtes sein, liebe Schützen. Da ist man mit jemandem beispielsweise zusammen, der ja okay ist, mit dem man sich gerne in Verbindung bringt, mit dem man gerne in Gesellschaft ist, mit dem man reden kann, mit dem man vielleicht auch die ein oder anderen Abenteuer erleben kann. Aber das Wahre ist es vielleicht nicht, jedenfalls nicht nach eurer Empfindung, vielleicht auch nicht mehr nach einer bestimmten Entwicklungsphase. Auch das kann hier gut und gerne sein. Das ist hier ein Beispiel für eine zwischenmenschliche Situation. Natürlich ist es auf die persönliche Situation zu beziehen, um was es hier per se geht. Für viele von euch im Resonanzfall natürlich, aber ich sehe, dass es euch nicht mehr wirklich hält in der Situation, in der ihr euch im Moment befindet, aber euch jemand nicht wirklich loslassen will, euch nie, jemand nicht wirklich ziehen lassen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, mit neun Kelche auf acht Kelche, dass viele von euch hier einer anderen Auffassung unterliegen, dass viele von euch mehr wollen und das Gegenüber beispielsweise formuliert, rundum zufrieden ist mit der Situation, wie sie sich im Moment zuträgt. Eure Interessen, eure Empfindungen scheinen hier doch schon etwas auseinanderzugehen, gerade wenn es hier noch im Bezug zu bestimmten Menschen stehen könnte, hier euer Empfinden und euer Anliegen. Auf die Herrscherin in der Mitte des Readings geklärt haben wir die Sieben der Münzen. Die Sieben der Münzen ist eine Kommt-Zeit-Kommt-Rat-Karte, kann man dazu sagen. Eine Geduldskarte ist das hier, ebenso wie es auch eine Arbeitskarte sein kann. Deswegen liegt es hier nach wie vor nahe für viele von euch, dass das hier nicht ausschließlich für viele mit dem liebestechnischen oder dem zwischenmenschlichen Bereich zu tun haben muss, sondern für viele hier auch es um Geld gehen kann, um den Beruf, um ein Hobby gehen kann. Die Freizeit könnte es hier gehen, genauso wie es hier beispielsweise auch um Gesundheit gehen könnte. Kann ich euch natürlich ebenso viele Szenarien und viele Beispiele nennen, aber so oder so mit diesen sieben der Münzen in der Mitte des Readings zögert man etwas hinaus, was man, wenn es um einen selbst gehen würde, nicht hinauszögern würde. Jemand will euch hier nicht ziehen lassen und ihr wollt aber gehen. Und diese Schnelligkeit, die Hauptenergie, die wir hier sehen, die wir auch im Magen sehen können, die wir hier in diesen Transitkarten sehen können, die wird hier verzögert, die wird entschleunigt. Man geht hier auf die Bremse sozusagen. Und das liegt wahrscheinlich daran, hier mit dem Trigger zu sehen, dass andere Menschen oder ja, doch vielleicht auch man selbst, das kann so oder so sein, sehr emotional darauf reagieren, was hier im Begriff ist zu passieren.
Man will sich hier gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man nicht mehr auf euch zurückgreifen könnte. Genauso gut kann das natürlich auch passiv sein. Dann ist hier in der Herrscherin nicht eure Energie, sondern dann sind hier die Rollen vertauscht und ist das Gegenüber darin dargestellt. Dann wollt ihr hier jemanden nicht ziehen lassen, weil ihr euch nicht vorstellen könntet, wie es ohne ihm oder ihr wäre. Dann ist es eher euer Gegenüber, der hier mehr haben möchte, der sich vielleicht entfalten oder entwickeln möchte oder den eben dort, wo man sich jetzt befindet, nichts mehr hält, und dann seid ihr es, die an diesen Menschen festhalten. So oder so durch Empfindungen, durch Bedürfnisse, möglicherweise auch durch Emotionen, logischerweise, kann hier dieses Gehen, dieses ich bin schon halb aus der Tür draußen oder ich habe den Flug schon gebucht oder ich muss den Zug erwischen, das kann man jetzt natürlich so oder so sagen, dass das hier entschleunigt wird. Die Schnelligkeit ist hier etwas, was viele von euch anstreben oder anders ausgedrückt, viele, die sich hier mit der Herrscherin identifizieren können, anstreben, aber andere, die wollen hier den Wind aus den Segeln nehmen. Andere wollen hier das Ganze verzögern, andere wollen das aufschieben, kann man auch sagen. Das kann man natürlich je nach persönlicher Situation auch unterschiedlich und individuell deuten. Die Neun der Schwerter. Hat jemand Angst davor, wie es dann ausschaut, wenn jemand nicht mehr da ist? Das ist die allgemeine Formulierung davon, weil man hier natürlich vielerlei Ängste haben kann. Diese Ängste können emotionaler Natur sein, diese Ängste können, ja, man kann hier sagen, werthafter Natur sein. Das heißt, man rechnet damit, nicht mehr so viel zu verdienen, wenn ihr weg seid. Man rechnet damit, dass es nicht mehr so gut läuft, wenn ihr weg seid. Man rechnet aber auch damit, dass einem wirklich sozusagen eine Art geliebter Mensch abhanden kommt, wenn ihr weg seid. Wie gesagt, emotionaler Natur kann das hier sein oder eben auch finanzieller, materieller Natur kann das sein. Die Neun der Schwerter generell Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Angst, Zweifel, Sorge, Missmut. Man kann auch von schlaflosen Nächten sprechen, teilweise auch vom Pessimismus sprechen, aber Neun Schwerter auf Wagen. Das ist hier definitiv eine Befürchtung dessen, wie es wäre, wenn ihr weg seid. Neun Kelche, Neun Schwerter. Diese Spiegelung, die kann eigentlich kaum gegensätzlicher sein. Ich glaube, viele von euch streben hier definitiv nach mehr und viele eurer Bezugsmenschen oder eurer Gegenüber, die können gar nicht mehr erwarten, die wollen auch gar nicht mehr erwarten. Die sind rundum glücklich, aber sie übergehen dabei auch euer Glück, sie übergehen eure Empfindung dabei und das ist eben, ich möchte sagen, der Fehler in dieser Situation, weil es geht hier um euch, es geht um euren Willen, es geht um euer Wachstum, es geht um eure Anstrebungen oder Bestrebungen. Und da sollte es nicht wirklich, das ist jetzt meine objektive außenstehende Meinung, groß in Betracht zu ziehen sein, was andere Menschen wollen. Denn andere Menschen leben nicht euer Leben, ihr lebt euer Leben. Andere Menschen haben nicht eure Ziele und Ambitionen, sondern die habt ihr. Und deswegen ist es hier auch so, ich sage jetzt mal komplex, diese Situation, weil mit neun Kelche, neun Schwerter, das, was ihr als erstrebenswert erachtet, davor fürchten sich manch andere. Denn wenn ihr jetzt eure Bestrebungen sozusagen angeht, wenn ihr dem nachgeht, wonach es euch hier sozusagen der Sinn steht, wohin euer Herz will, kann man natürlich auch sagen, haben andere das Nachsehen. Ich hoffe, ihr wisst, in welchem sozialen Dilemma man hier steckt, weil man muss das aus der einen und aus der anderen Sichtweise aus betrachten. Man kann beide Positionen natürlich nachvollziehen, aber deswegen ist es hier auch so wichtig, und davon spricht hier auch schon der Falke, schärfe deine Sinne und erweitere deinen Blick. Die spirituelle Ebene, die sehe ich hier noch nicht tatsächlich, aber dieses schärfe deine Sinne und erweitere deinen Blick, sehe das große Ganze, erkenne die Zusammenhänge. So muss man das hier tatsächlich deuten. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für euch, sondern so wie ich es hier interpretiere, auch viel von euren Mitmenschen, von euren Bezugsmenschen. Die Hohepriester, ja okay, da haben wir jetzt die spirituelle Ebene. Die Hohepriesterin ist eine Karte, die definitiv sehr viel Spiritualität in sich trägt, beziehungsweise ist es eine Karte, die auch auf Feinfühligkeit, ein Fingerspitzengefühl, Sensibilität, Sensitivität dargestellt ist und darauf hindeutet. Hohepriesterin auf die Vier der Schwerter in der Spiegelung besagt, dass man hier, man könnte sagen, bedenkenfrei sein müsste. Bedenkenfreiheit ist etwas ganz, ganz schwer zu erreichendes. Dass man hier immer das Gefühl hat, das Richtige zu tun, ist etwas, was man, ihr werdet es wahrscheinlich kennen, kaum
permanent haben kann. Manchmal hat man natürlich logischerweise eine gewisse Unsicherheit, weil man nicht weiß, ob das, was man jetzt da im Begriff ist zu tun, wirklich das Beste ist für jeden Menschen. Darauf möchte ich jetzt hier hinaus. Viele von euch, die sind hier generell auf sich selbst konzentriert. Es geht euch um euch selbst, um eure Empfindungen, um eure Einstellungen, um eure Wünsche, um eure Ziele, um eure Träume, um euer Wachstum, um eure Perspektive möglicherweise auch. Viele eurer Mitmenschen, und ob das jetzt der Chef ist, Kollegen sind, Nachbarn sind, Freunde sind, Partner oder Partnerin sind, völlig dahingestellt, die würden etwas anders tun als das, was ihr hier vorhabt. Dabei, meine ich, sind deren Menschen eigene Empfindungen und Interessen im Vordergrund und das, was ihr wollt, wird ihr in den Hintergrund gedrängt. Und genau das ist die Komplikation an dieser Situation. Die Hohepriesterin auf die Sechs der Münzen verrät nämlich, dass man hier kaum fähig ist, sich in die Empfindung des Gegenübers hineinzuversetzen. Hohepriesterin, sechs Münzen. Das heißt, hier weiß jemand nicht um eure Ambition. Hier kann jemand nicht wirklich in euch hineinschauen und selbst wenn er oder sie das könnte, kann er oder sie eure Beweggründe nicht nachvollziehen. Die Sache ist, oder der springende Punkt ist eigentlich, das muss er oder sie auch nicht, er oder sie versucht es aber nicht einmal. Und das ist hier etwas, wo man sagen kann, man tickt anders, man hat unterschiedliche Ziele, jeder Mensch ist im Prinzip anders und auch Ziele, Wünsche, Ambitionen sind natürlich different. Aber hier will jemand zum eigenen Gunsten etwas nicht zulassen, was zum euren Gunsten führen würde. Und das ist hier dieses soziale Dilemma. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr jene seid, die sich hier im Transit befinden, oder ob ihr jene seid, die jemanden davon abbringen wollen. Aber so oder so ist eine gewisse Einsicht in die Gedanken- und Gefühlswelt des jeweiligen Gegenübers vonnöten, um das konkret nachvollziehen zu können, wenn man es möchte, wenn man das will. Müssen tut man das definitiv nicht, weil wie auch schon gesagt, jeder lebt sein eigenes Leben. Das Gericht, hier ist eine Erkenntnis, Auferstehung, Auferweckung. Ich kann hier auch gut und gerne vom Ruf des Schicksals folgen sprechen. Das ist auch eine Deutung des Gerichts und ich glaube, wer hier seinem Schicksal folgt, das seid ihr, liebe Schützen. Ich glaube, hier seid ihr mit der Herrscherin dargestellt und ich glaube, ihr strebt hier mehr an oder etwas anderes an, als das, was ihr im Moment habt, als das, wo ihr euch im Moment befindet und euch vielleicht schon seit einem längeren Zeitraum hinweg befindet. Ihr habt hier größere Ambitionen. Ihr seid generell, man könnte jetzt sagen, jetzt nicht unglücklich, aber zum Glück fehlt schon noch etwas. Zur rundum Zufriedenheit, da scheint es hier noch Luft nach oben zu geben. Und dass man solchen Bestrebungen oder Empfindungen nachgeht, ist etwas, was ich definitiv nachvollziehen kann, wozu ich euch auch beflügeln würde, tatsächlich, liebe Schützen, weil ich halte davon absolut viel, wenn man gemäß den eigenen Wünschen nach vorne geht. Aber ich glaube, dass da auch viele von euch oder vielen von euch es schwer gemacht wird durch Mitmenschen und deren, ja, vielleicht sogar Besorgnis, deren Tränen möglicherweise, wie gesagt, Sensibilität kann hier drin dargestellt sein. Und natürlich fällt es einem dann schwer, Abschied von jemandem zu nehmen, der gerade, ja, Tränen in den Augen hat und euch nicht gehen lassen möchte. Natürlich kann ich mich auch in solche Situationen hineinversetzen und es mag euch hier durch unterschiedliche Umstände schwer gemacht werden, Lebewohl zu sagen oder euch zu verabschieden. Aber am Ende, und das ist hier das Outcome, Neuenkirche und Gericht, ich glaube, dass der Tag immer näher rücken wird, an dem ihr euch sozusagen gemäß eurer eigenen Zielsetzung oder Vorstellung, kann man jetzt so oder so sehen, nach vorne bewegen werdet, anstatt zurückzuschauen. Und das ist hier etwas, was eine Art neues Kapitel für viele von euch natürlich einleiten kann. Die Schnelligkeit und der Schnelligkeitsaspekt, die Hauptenergie, es könnte hier gut und gerne sein, dass das eine Art Nacht-Nebel-Aktion ist, dass das jetzt jemanden oder den beteiligten Personen zu schnell geht. Man hat hier vielleicht es sogar abwarten oder absehen können, dass das passiert, aber wenn es dann soweit ist, dann fällt der Abschied tatsächlich deutlich schwer. So kann ich mir das generell vorstellen. Die Liebenden. Es scheint hier wirklich für viele von euch auch um das Zwischenmenschliche zu gehen. Es muss hier nicht, wie gesagt, für eine Partnerschaft oder etwas derartiges stehen. Aber Menschen wollen euch lieber behalten, als
euch ziehen zu lassen. Und das ist eine recht eigensinnige Einstellung. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil diese Liebenden auch hier, jetzt auf die Acht, da stehen wir in der Spiegelung. Sie verraten mir natürlich dann auch emotionale Gespräche und empathische Gespräche. Man versucht, die Beweggründe nachzuvollziehen. Man versucht, Argumente zu finden. Man versucht, jemanden hier gut zuzureden. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und wer das hier tut, ist ein bestimmter Bezugsmensch von euch, den ihr natürlich lieben könntet oder der euer Nachbar ist oder der ein Arbeitskollege ist oder euer Chef ist. Auf jeden Fall ein Bezugsmensch, der in dem Bereich zugegen ist, sozusagen wahrscheinlich auch schon seit längerem, aus dem ihr euch hier sozusagen bereit erklärt habt, euch zu verändern bzw. ihn zu verlassen. Ich glaube, dass hier die Fluktuation dieses sich Richtung Zukunft bewegen wollen, mehr wollen, sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als was man meint zu verdienen. Das ist hier die Grundaussage. Hier versucht euch jemand zu beruhigen, hier versucht euch jemand davon abzubringen, hier versucht sich jemand Zeit zu erkaufen und vielleicht euch auch auszubremsen. Das kann ich mir genauso vorstellen, in der Hoffnung, euch vielleicht doch noch zum Bleiben bewegen zu können und aus Angst, euch vielleicht sogar für immer zu verlieren. Auch das kann in manchen Situationen so dargestellt sein. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. In dem Fall bei den Hofkarten ist es nicht wirklich wichtig, ob jetzt hier Erde-Energie, Feuer, Luft oder Wasserenergie dargestellt ist, sondern die Charakteristik ist entscheidend. Und jede einzelne Hofkarte kann jedes einzelne Sternzeichen betreffen, vorausgesetzt, die Charakteristik ist auf einen bestimmten Menschen, ob ihr das selbst seid oder ein Bezugsmensch ist, zurückzuführen. Der Page der Münzen ist jemand, der Ambitionen hat, jemand, der etwas vorhat, jemand, der hoch hinaus möchte, jemand, der aber auch weiß, von nichts kommt nichts. Der Page der Münzen ist hier auf die 9 der Kelche geklärt. Ich glaube, dass es ihm oder ihr tatsächlich gut geht mit eurer Zuwirkung und dass es ihm oder ihr schlecht gehen würde ohne eure Zuwirkung. Das ist hier mit dem 9 der Kelchen im Sinne der Wohltat dargestellt und hier im Sinne des Fehlens dargestellt. Mit den 8 Kelchen, wie gesagt, Fluktuation, Verlassenskarte, hier ist es Erfüllungskarte und Glückskarte. Und dieser Page der Münzen kommt mir wie ein Bezugsmensch von euch vor. Und insofern hat man hier ein Dilemma, wo man hier zwischen Gehen und Bleiben immer wieder tendiert. Man hat selbst den Willen zu gehen, aber vielleicht aus Liebe oder aus Schutz oder aus Gefallen anderen gegenüber bleibt man hier vielleicht noch eine Zeit lang. Eine Zeit lang ist hier aber auch groß zu schreiben, weil, ja, genau. Unterm Strich glaube ich, dass es hier auf lange Frist gesehen nicht wirklich eine Art Lösung ist, gegen den eigenen Willen wo zu verharren, aus Liebe oder aus Wertschätzung oder zum Wohle anderer. Nach wie vor, die Herrscherin ist sich völlig darüber im Klaren, was sie haben will und was sie nicht haben will, was ihr gebührt und was ihr nicht gebührt. Und wenn hier jemand wie die Herrscherin den Entschluss bereits getroffen hat, hier zu sehen und jetzt auch hier mit der Spiegelung zum Narren zu sehen, entweder woanders neu anzufangen, etwas Neues sich zu suchen, weil man hier in der Situation schlichtweg nicht das gefunden hat oder vielleicht sogar das abhanden gekommen ist, was einem einst dazu bewogen hat, sich dort sozusagen aufzuhalten. Man will hier mehr, man will was anderes. Es kann ein Tapetenwechsel sein. Im wahrsten Sinne des Wortes könnte man hier auch sich selbst neu erfinden wollen. Das ist hier in der Spiegelung auch zu sehen. Beziehungsweise, wie gesagt, Auswanderung, eine Reise, ein Umzug, Berufswechsel kann das genauso sein. Ich habe hier viele Szenarien, auf die dieses Reading hier zugreifen kann, beziehungsweise auch resonieren kann. Was genau ihr hier als Vorhaben durchziehen möchtet, ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Unbeschwertheit, der Wunsch nach Ungebundenheit, und das kann sich natürlich jetzt auch wiederum aufs Zwischenmenschliche beziehen, der ist hier sehr im Vordergrund. Aber diese Verzögerung hier in der Mitte mit den 7 der Münzen dargestellt, das ist etwas, wofür ihr nichts könnt, was ihr lediglich zulassen könnt, weil dafür sind andere zuständig oder darum, ja, man kann sagen, das fabrizieren eben andere. Wenn es nach euch gehen würde, rein um euch gehen würde, würde das Ganze hier sehr viel schneller vonstatten gehen wahrscheinlich. Denn andere Menschen verzögern dieses Vorhaben durch, wie auch schon gesagt, das Veräußerlichen von Gefühlen, das Beruhigen, das Zureden, vielleicht aber auch das Bitten oder das Flehen. Vielleicht fleht euch hier sogar jemand an, nicht zu gehen, sondern zu bleiben. Das kann natürlich im partnerschaftlichen oder beziehungstechnischen Sinne hier dann schon auf die Spitze getrieben genauso sein.
Die zwei der Kelche, Partnerschaftsbeziehungskarte, sehr ähnlich wie die Liebenden natürlich, in der Spiegelung zum Parschen der Münzen, hier neben dem Parschen der Münzen. Dieser Mensch hier ist definitiv ein Bezugsmensch von euch, der in euch etwas sieht wie eine Art Mentor oder Mentorin, möglicherweise auch den besten Freund oder beste Freundin. Natürlich kann das auch Partner oder Partnerin sein. Dieser Mensch möchte nicht ohne euch. Und natürlich kann man hier zur Liebe dieses Menschen eine Zeit lang noch bleiben. Aber wenn hier die eigene Ambition höher ist als das Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten Menschen. Und das ist so ein Satz, den man wirklich beherzigen muss, weil das ist nicht einfach zu beantworten, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Dann wird hier wohl oder übel irgendwann eine Art Entscheidung getroffen werden müssen, ob man jetzt geht für den eigenen Willen zur Selbstverwirklichung oder ob man jetzt bleibt gegen den eigenen Willen, aber dann für andere Menschen. Zwei der Kelche auf die Neun der Schwerter. Es sind hier natürlich auch Abstriche dann zu machen, wenn man hier vielleicht sich auf zu neuen Ufern macht. Möglicherweise hat man hier wirklich jemanden Lebewohl zu sagen, vielleicht sogar für immer. Und dann wird man diesen Menschen vielleicht anfänglich noch schreiben oder mit ihm oder ihr telefonieren. Aber man weiß auf langfristige Sicht gesehen, die man hier schön sehen kann, das wird nicht auf ewig aufrechterhalten werden können. Und das ist etwas, was dann natürlich bitter sein kann. Aber manchmal muss man auch eben in den sauren Apfel beißen oder manchmal muss man auch Risiken eingehen. Manchmal muss man auch etwas zurücklassen, vielleicht auch jemanden zurücklassen, um etwas dann auch erreichen zu können, was man unter anderen Umständen nicht erreichen könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Mensch nicht ganz nachvollziehen kann, was eure Beweggründe sind. Und ein Page der Münzen, der generell Page recht unerfahren, noch unreif, kann man auch sagen. Das sind Menschen, die vielleicht auch noch nicht so wirklich viel mitgemacht haben im Leben oder noch keinen großen Erfahrungsschatz besitzen, im Gegenzug zur Herrscherin natürlich. Diese Menschen verstehen das vielleicht auch noch nicht. Sie können es verstehen irgendwann, aber ich glaube, in dem Moment, in dem ihr hier, und die Schnelligkeit ist hier nach wie vor die Hauptenergie, im Begriff seid, eine Situation hinter euch zu bringen, wird dieser Mensch vielleicht sogar die Welt nicht mehr verstehen können. Verwirrung und Konfusion scheint mir hier mit den Sieben der Kelchen dargestellt zu sein. Ich glaube, dass hier auch viele Optionen, Möglichkeiten und Gelegenheiten offen stehen, wie ihr eure Zukunft gestalten möchtet. Sieben der Kelche kann auch Kopf gegen Herzenergie bedeuten. Es würde dann bedeuten, dass euer Kopf beispielsweise sagt, geh aus dieser Situation heraus und euer Herz würde sagen, bleib in dieser Situation. Für manche kann das sein, dann meine ich aber eher, dass euer Kopf über euer Herz siegt sozusagen, wenn es so rum ist natürlich. Aber hier sehe ich mit der Spiegelung zu den Liebenden eher die Herzenergie und ich sehe hier eher die Kopfenergie mit den Schwertern hier. Deswegen glaube ich, dass man hier dann doch jemanden, wenn es auch schweren Herzens ist, Lebewohl sagt, um eben auch das eigene Glück in Angriff nehmen zu können, wie man es auch selbst interpretiert und dieser Mensch vielleicht nicht interpretieren kann. Ein weiteres Beispiel, was ich hier natürlich nennen kann. Sieben der Kelche auf die Hohe Priesterin. Ich glaube aber dennoch, dass unterm Strich hier viele von euch Gebrauch von einer Chance machen, die einmaliger Natur sein könnte oder wo man sagen könnte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Für manche ist hier diese höhere Ebene oder spirituelle Ebene, wie es hier dargestellt ist, etwas, was euch diesen letzten Funken noch geben könnte, diesen letzten Schubser noch geben könnte oder die letzte Überzeugung liefern kann, dass das, was ihr hier im Begriff seid zu tätigen, für euch, und zwar ausschließlich für euch, das Richtige ist. Dass das der Weg ist, zu dem ihr euch vielleicht sogar hingezogen fühlt, zu dem ihr euch habt leiten lassen, für den ihr vielleicht sogar auch bestimmt seid. Ich weiß nicht, welchen Weg ihr hier einschlagen möchtet. Dafür müsste ich nämlich wissen, in welcher Situation ihr euch hier unerfüllt fühlt. Das mag, wie gesagt, mit Beziehungen, Partnerschaften oder Freundschaften im Zusammenhang stehen. Für manche kann es hier auch, wie gesagt, finanzielles, gesundheitliches, arbeitstechnisches oder hobbymäßiges sein. Ich hoffe, ihr könnt es auf die persönliche Situation beziehen, aber so oder so, unabhängig davon, welches Gebiet das hier genau für euch ist, sucht ihr nach mehr, sucht ihr nach Erfüllung, sucht ihr nach Vollkommenheit, kann man auch dazu sagen. Die fünfte Stäbe. Der Anfang wird hier relativ schwer fallen. Es wird hier Startschwierigkeiten geben. Es könnte hier womöglich auch zu Debatten oder Streitereien kommen. Generell könnte man hier mit jemandem rechnen, der ja, es euch erst einmal sehr übel nehmen wird, wenn ihr diese Situation dann auch wirklich tatsächlich verlassen habt. Das ist jemand, der dann erst einmal nicht gut auf euch zu sprechen sein wird. Erstmal jemand, der euch vielleicht sogar auch blockieren könnte, nicht mit euch reden möchte. Das ist jemand, der
Ja, oder sagen wir es so, dessen Enttäuschung eine Zeit lang sehr groß sein wird in Bezug auf dessen, was ihr da getan habt. Ich habe euch vorhin schon gesagt, dieser Mensch könnte irgendwann eine Art Erkenntnis davon tragen. Irgendwann wird er oder sie merken, er oder sie hätte vielleicht genauso gehandelt in eurer Situation. Das könnte ich mir ebenso vorstellen. Die Erkenntnis kann dann ebenso da hinten noch liegen im Gericht. Aber der Anfang oder ich kann auch sagen, der Abschied, der könnte hier jemandem sehr schwer fallen. Es wird ein großer Schritt werden für jene von euch, für die das hier resoniert, das, was ihr hier vorhabt, umzusetzen. Ich glaube aber, dass unterm Strich diese innere Überzeugung, diese innere Stimme in euch drin, dass das hundertprozentige Wissen, dass das, was ihr da im Begriff seid zu tun, für euch auch tatsächlich das Richtige ist, ne? Diese spirituelle Ebene kann man sagen, der erweiterte Blick kann man genauso sagen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Schützen, und es auf die persönliche Situation beziehen. Und ich möchte mir natürlich jetzt auch diese Karten im weiterführenden Reading genauer anschauen, hierüber noch mehr erfahren, da auch noch mehr Details zum Vorschein bringen und natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze weitergeht. Solltet ihr euch mit dieser Legung identifizieren können, erkennt ihr euch darin, könnt ihr was mit den Energien anfangen oder kurz gesagt resoniert das Reading für euch, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen in der Infobox bzw. Videobeschreibung unter diesem Video. Gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit natürlich viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives daraus zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen April weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil, liebe Schützen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.